Herr Kröger, Sie haben ganz vorne auf Ihren Messestand den Gruber Trio gestellt. Was ist da das Besondere dran? Ja, das ist richtig. Wir haben hier diese Maschine, weil sie einfach hier in der Region unglaublich populär ist und weil man diese Maschine ja nahezu für alle Tätigkeiten in der Landwirtschaft einsetzen kann in der Bodenbearbeitung. Angefangen bei einer sehr flachen Stoppelbearbeitung bis hin zur tiefen Lockerung. Ja, das kann man mit dieser Maschine hervorragend machen. Welche Elemente sind da dran? Na, wir sehen an dieser Maschine, beginnen von vorne nach hinten zunächst einmal drei Balken mit Grubberzinken. Dann sehen wir einen Nivellator, der zur Einebnung des bearbeiteten Bodens dient. Und rückverfestigen machen wir mit einer, ja, hier sogenannten STS-Walze. Nachfolgend gibt es noch einen kleinen Striegel, das ist für das perfekte Finish. Das kann man mit dieser Maschine super machen, ja. Und das ist immer in genau der Reihenfolge und der Ausstattung? Na, die Ausstattung kann man variieren. Und zwar kann man da tatsächlich auf jeden Betrieb eine individuelle Ausstattung zusammenstellen. Wir haben also hier verschiedenste Werkzeuge in der Auswahl, sodass man, je nachdem, ob man jetzt flach arbeiten möchte oder sehr tief, kann man verschiedene Werkzeuge wählen und dementsprechend diese Maschine konfigurieren für den Betrieb, so wie er sie gerne haben möchte. Was muss ich dafür ungefähr in die Hand nehmen? Na, wir sprechen über einen Preis von so circa 20.000 Euro, aber Sie bekommen damit ein hochwertiges Produkt, was natürlich das hält, was wir auch versprechen. Vielen Dank und gute Messe. Vielen Dank.